Davon haben wir natürlich einige im 5-Sterne-Luxus-Segment, weil doch Astropia kennt wahrscheinlich jeder auch durch New York, haben wir jetzt insgesamt 14 in Amerika. Dann haben wir die Conrad Hotels, Conrad, Vorname von unserem Gründervater, haben wir 5 Hotels. Das ist so das Luxussegment. Und dann kommen wir auch schon zu den Hilton Hotels und Resorts. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, von den 3.520 Hotels haben wir gerade mal 254 Hilton Hotels. Also muss ja der Rest irgendwo anders sich verstecken. Und der befindet sich eigentlich eher im 4-Sterne-Segment und drunter. Also wenn Sie Hilton Worldwide als Marke sehen, dann heißt es nicht nur 4 oder 5 Sterne oder Luxus und sehr teuer, sondern es geht durchaus auch günstiger. Also die Doubletree Hotels zum Beispiel, das sind die mit dem leckeren Cookie, befinden sich auch in einem ganz tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Embassy Suite ist eher so eine Apartment-Marke, das ist jetzt nicht sonderlich interessant. Hilton Garden Inn haben wir hier um die Ecke, ich weiß nicht, ob Sie mal Zeit hatten, da reinzugehen. Ist ein ganz anderes Gefühl als hier in der Lobby, viel kleiner, aber auch ganz gemütlich mit so einem kleinen Kamin. Da haben wir 534 Homewood Suites, gut, auch so eine Apartment-Marke, Homewood Suite, gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf ein, und dann Hampton Inn und Suites. Kennen vielleicht die, die sehr viel Amerika buchen? Das ist die Marke, wo wir einfach die meiste Anzahl haben, also 1820 ist auch schon wieder eigentlich alt, ja, also da sind wir jetzt auch bei 1900 ungefähr, aber da haben wir im 3-Sterne-Segment